Hallo, Freunde der Nacht. Wir nähern uns dem Finale. Hui. Silent Hill 3 und Mittelsee. So, ich weiß schon, wie es weitergeht. Da ist der Aufzug, da stehen wir. Hallo, Aufzug. So. Vorher angeklopft und jetzt abwärts geht's. Wir brauchen jetzt noch 3 Tarotkarten. Und die. Ah, das war die Tür direkt gegenüber vom Aufzug. Das ist die Tür, oder? Das ist keine Tür. Okay. Baby. Baby, Baby. Nee. Was hat die komplette Lösung mir gesagt? Die Tür ist kaputt. Die Tür ist dann okay. Oh, da. Das ist der Pizzaofen. Da wird gerade die Pizza. Lecker. Lecker, lecker Pizza. Gibt's da. Oh. Da sind die Müllsäcke. Rotpatrone, jawohl, und wie viel? Hui. Gib mir mal, es gibt noch einen Endboss, ja? Und da ist eine Tarotkarte. Ich habe das Gefühl, dass ich früher oder später selbst verrückt werde. Vielleicht bin ich sogar schon verrückt, wer weiß. Da soll ich die Tarotkarte nehmen. Jawohl. Gut gemacht, Baby. Ui, 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 sieht's da aus, ey. Lass mal mal da. Du musst mit da aufgeräumt werden. Sieht aus wie bei mir daheim her. Okay. Die haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch 2 Tarotkarten. Wenn wir die 2 noch gefunden haben, dann brauche ich noch den einen Raum. Oh, da. Ach, guck mal die Lichtstimmung. Genial, ja. Wenn ihr schon gesehen habt, bei uns auf dem Kanal. Haben wir jetzt den Trailer Reaction zu Death Stranding gemacht. Das neue Spiel von Hideo Kojima. Weil er sich getrennt von Konami, wollte eigentlich ein neues Silent Hill machen. Er macht aber was eigenes. Und der Trailer war richtig geil. Das mal zum Rande. So. Diese Schrift ist das Papas Tagebuch. Warum ist das hier? Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine Reinkarnation von Alessa ist. Ja, das haben wir schon lange gewusst. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Du warst ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa. Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag. Sie war mein liebster Schatz. Aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr einen Ersatz für meine verlorene Cheryl. Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein. Das macht mir Sorgen. Danke, Papa. Als war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanftige Mutter nicht vergessen. Traurig. Ah, das sind die Batterien, okay. Ins Tagebuch, da gibt's keine Tarotkarte, das weiß ich. Die Tür ist kaputt. Dann repariert doch mal einer mal die Türe. Also wer zählen kann, wie viel kaputte Türe es gibt. Und verschlossene Türe. Bei Silent Hill 3. Ah, okay, da vorne sind noch ein paar Türe. Der ist wirklich gut. Und jetzt versuche ich mal selber zu zählen. Aber da ist die Pizza schon fertig. Ah ne, die brutzelt noch. Okay, brutzeln wir weiter.
Es gibt in der 2 Stockwerke und da müssen noch die anderen 2 Tarotkarten sein. Das Schloss ist kaputt. Oh, da macht Bunde. Ein Papier verbessern. Erstmal die Null. Oh, Natürlich ist es kaputt. Natürlich ist es kaputt. Warum gucke ich auch noch? Ich jetzt aber schießen. Wir haben jetzt genug Strohpatronen gefunden. Hoppla, ich bin jetzt auch drin. Das hat er noch nie gemacht. Macht er jetzt was Neues da? Das geht aber nicht. So nicht, Junge! Feuerball, Junge! Ja, du schau noch ein Pizza rufen. Normal machen müssen, hätten wir ein bisschen mehr Action gehabt, aber ich wollte auch das, ich wollte nicht nur das Spiel, ich wollte auch wegen der Story. Die, ne? Die Schritte. Siehst du das? Patrick. Unsichtbare. Okay. Ah. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Was in dem Buch? Eine Tarotkarte, jawohl, jetzt brauchen wir nur noch eine hier, das läuft ja wie geschmiert, hä? Was machst du mit dir alle Tarotkarten? Das Tarotkarte-Rätsel lösen und der Claudia in den Arsch treten. Mhm. Dann haben wir es gepackt, mehr ist nämlich. Mhm, okay. Dieses Buch, Ich habe das Gefühl, dass ich es lesen muss, aber gleichzeitig will ich nicht. Aklaufutis. Okay. Rote Flüssigkeit oder Kristalle. Die Blutähnel. In der Kabbala, was ist eine Kabbala, heißt es, dass der Name von einem Kraut stammt, mit dem böse Geister vertrieben werden können. Es heißt, es wächst in arabischen Wüsten. Okay. Man kann es zum Schutz gegen Dämonen verdunsten lassen oder als Umschlag anwenden. Es ist kraftvoll, aber da es selten ist, ist es schwer zu beschaffen. Von mir aus ein Bild von mir, als ich 7 war. Ich sehe gelangweilt und traurig aus. Ist ja auch kein Wunder, damals war ich immer so. Da müsste doch auch der Kassettenrekorder sein, so viel ich weiß. Ma, Dahlia, mich benutzt, um Gott herbeizurufen. Gott war in meinem Schoß. Aber ich konnte sie nicht gebären. Dann wurde ich hier in diesem Krankenzimmer eingesperrt. Wichtig, das ist alles das Zimmer. Ah, da gibt es die Patrone, richtig? War das nicht dumm im Kassettenrekorder? Das ist ein Fernseher und das ist ein EKG-Gerät.
Also die Gugners Buch, das Buch haben wir schon gelesen. Oh, egal, man, was wichtig ist, gefunden, die Tarotkarte. Jetzt fehlt uns nur noch Tarotkarte. Eine verfickte. Ups, darf man das sagen? Tarotkarte. Geh mal Pieps drin drüber machen. Auto. Hallo Freund. Was magst du? Na, mach Gymnastik. Dann macht ein paar Klimmzüge. Und eins. Und zwei. Ja, der Start. Ja. Mach du mit der Klimmzüge weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Warte mal. Vier müssten wir jetzt haben. Gegenstände. Eins, zwei, drei, vier. Richtig. Hast du die vier jetzt? Ja. So, was für vier haben wir? Man, der Gehängte, der Mond, der Auge danach. Die hohe Priesterin fehlt uns noch. Ne, fünf Tarotkarten. Und da sind ja noch zwei Türen, also. Ja. Okay, ja. Alla Jungs, macht's gut. Tschüss. Wieder am Pizzaofen vorbei. Das Schloss ist kaputt. Ein Notizbuch, da steht was drin. Juhu! Sie ist direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht wie, aber ich kann es fühlen. Aber sie ist da nicht alleine. Ich fühle eine sehr gefährliche, sogar abscheuliche Präsenz. Oder vielleicht, was sie Gott nennen. Trotzdem werde ich die Tür öffnen. Genug von diesem müßigen Geschwätz. Ich bin kein Gott, aber ich werde Claudia retten. Nein, alle. Der letzte Eintrag wurde vor etwa 17 Jahren geschrieben. Papa hat das wohl auch geschrieben. Denke ich nicht. Da ist ein Wandschrank, aber das ist keine Bedeutung für mich. Meine Kleider, als ich 7 war. Durch das Buch. Lies doch mal das Buch. Das ist mein Skizzenbuch vor 17 Jahren. Auf dem Umschlag ist eine Zeichnung von Papa. Echt nicht gut. Echt nicht gut. Aha, das ist der Papa. Sieht heiß aus. Der guckt durch Smiley. Mhm. Das ist die Brille. Juhu. Wie kommt das denn hierher? Oh, weil so viel Text. Die Tür klappert zwar, doch sie sitzt fest. Ah, das ist das Tarotkarte-Rätsel. Okay, das brauchen wir noch nicht. Okay, dann weiß ich auch, wo dann das ist. Merke, das ist der Raum, ist das Tarotkarte-Rätsel. Hätten wir das auch geklärt. Was? Durch den Speicherpunkt speichern wir gerade mal ab. Ich? Nein, das war ich nicht. Alessa schrieb das vor langer Zeit. Der Altar in der Kapelle. Es war nicht diese schöne Kapelle, es war ein anderer Altar, irgendwo anders. Alessas Zimmer. Immer noch? Und was für riese Zimmer hat denn die Karte, ja? Oder da ist ein Bild von der Cloud, ja, da oben. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Aber tote Schlüssel brauchen wir. Juhu, Schlüsselkunde. Jetzt muss doch irgendwo noch der Kassettenrekorder sein. Das Gekritzel hier ist da. Ja. Baby, das wollen wir alles nicht wissen.
So, geht sie noch weiter. Ne, da geht's zurück. Da, guck, da. Da kommt. Das ist das Tarotkarte-Rätsel. Das kann ich noch nicht lösen. Ja, das sind die Reihe. Tarotkarte fehlt noch. Na, wo ist die? Wo ist die? Irgendwas hätte ich doch verpasst. Da guckt sie aufs Buch, da ist nichts. Aber in dem Raum soll es auch nicht sein. Ja. Welche findest du schließlich? So, haben wir jetzt eine Tür verpasst oder was? Da haben wir alles. Da ohne? Nein. Wie sieht's da aus? Eine Karte fehlt uns noch. Und so groß ist die Kirche doch nicht, oder? Jetzt bin ich jetzt fünfmal in den Raum gelaufen, ja. Respekt. Patrick, was sagt die Zeit? Ich noch. Die guckt er hier. Was sieht denn die? Patrick, aber nichts passiert. Ja. Hallo? Da ist mal der Pizzabäcker. Oh Gott. Ich bin total voll. Ich bin total voll. Bei Silent 3 war die Idee hübsch immer Mimi dabei. Nur noch als Produzent. Beim 2er und beim 1er war er noch dabei. Beim 3er war er nur noch als Produzent. Aber trotzdem wurde ja auch seine Idee da nahegewirkt. Und deswegen auch ist das 3er ein bisschen schwach. Weil es merken wir. Aber trotzdem ist noch ein guter Titel. Ja, lohnt sich auch für andere Spiele. Ja, wenn. Um das zu erklären, wenn er die Königswaffe benutzt, das kostet weh halt. Und das macht er gerade die ganze Zeit. Wenn er kapiert sind. Ja, der ist halt nicht der große Rollenspieler. Aber trotzdem, er spielt bei uns Final Fantasy 15, wenn er es nicht schon gesehen hat. Aber irgendwie weiß ich jetzt wirklich nicht, wo die letzte Tachokarte ist. Das wäre hier gefragt, was die Zeit ist, Patrick. 10 Minuten noch. Schauen wir mal, halten wir 20 Minuten Part, würde ich sagen. Und dann, weil das Finale geht eh. Weil das Finale geht eh länger. Ja, ich hab alle Tiere. Deswegen werde ich jetzt schon mal sagen,
als Finale. Und wir sind ganz, 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 ganz nah am Finale. Das Bild ist nicht schön. Zeige ich dir noch das Bild. Ach, wieder. So, 1, 2, 3, 4. Eine Karte fehlt uns noch. Ja, das ist nicht schön. Ja, wenn man schön als Ding sagt. Ich mache jetzt ein bisschen Gymnastikübungen fürs Finale. Dass wir das packen, wäre Claudia endlich mal in der Arsch reden. Hoffen wir, dass es schon der nächste Teil ist. Deswegen. Schöne Reitung.